So Leute, da sind wir auch schon wieder zu einer neuen Folge. Wir spielen Stardew Valley im Multiplayer mit... Ja, mit mir, Devadra. Devadra, genau. Und Mia. Wer ist Mia? Keine Ahnung. Einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Gerade Multiplayer. Müsste Samstag sein, ne? Heute ist Sonntag. Nee. Bam! Ja, wir haben keine Gewalt an Mitspielern. Als wir das aufgenommen haben, war es Sonntag, aber heute ist Samstag. Schon fast eine Woche später. Wir gucken, ob wir Glück haben. Wahrsager, sage die Wahrheit. Neutral. Geister fühlen sich neutral. Moment. Was? Morgen wird es den ganzen Tag klar und soll nicht sein. Was? Das sind die Wild Seed. Wir haben Mixed Seed gepflanzt. Nein, wir haben nicht Mixed Seed, wir haben die Wild Seed gepflanzt. Die Spring Seeds. Oh, ja. Das zählt aber nicht als Ernten, ne? Das zählt als Foraging, als Sammeln. Ja, Foraging. Sorry, Murphy. Boah, Murphy. Vor allem, ich bin bisher auf keine Krähen getroffen. Aber vorher haben uns zwei Krähen die Sachen rausgefressen hier, diese. So, warte mal, ich will jetzt aber neue Spring Seeds anpflanzen. Dazu 20, 30, 40. Brauche ich noch eine Narzisse und einen Löwenzahn? Ja, ich habe noch Zeug. Pack mal da rein, genau. Wir müssen diese hier als Austauschkiste machen und dann mache ich heute Kistenbau, ne? Wolltest du Zwischenfolgen machen? Nee, geht nicht. Nee, das kann man das halt nicht machen, weil die Zeitfeder läuft. Genau, das mache ich auch nicht zwischen den Folgen. So. Seid ihr halt eine Mod, mit der wir die Zeit anhalten können? Ja, das stimmt. Aber es wird im Multiplayer halt nicht funktionieren. Wenn du eine Mod hast, als ein Host, kannst du die Zeit anhalten, glaube ich. So, was fehlt uns jetzt noch? Willst du das alles gleich wieder vollpflanzen? Ich habe jetzt 90. Stück, warte mal, ich mach mal ein anderes Feld dafür extra. Stopp! Ich will. Hast du deine Dings dabei? Dings? Deine Sichel? Kannst du hier ein bisschen raussicheln? Ich mach den. Ich soll aber kein Gras wegsicheln. Das darfst du wegsicheln. Aber ich soll nicht. Das darfst du! Aber wollen wir nicht erstmal ein Silo bauen? Nein! Genau so. Nur das. Das reicht schon. Wieso haben wir eigentlich kein Silo gebaut bis jetzt? Weil wir noch nicht genug Leben haben. So, 90. Das wäre. 9 mal 10 zum Beispiel, ne? Ja, 3 Abschnitte sind ganz gut. Dann muss ich aber wirklich. Nee. Dann muss ich aber wirklich das nächste Geld nehmen und eine neue Gießkanne machen. Oder ich mir die Gießkanne upgraden. Ja, dann hast du aber immer noch nur einen Kupfer. Ja, aber dann haben wir 2 Kupfergießkannen. Ja. Dann müssen wir beide Energie verbrauchen, um gießen zu können. Das stimmt. Wir haben auf unserer Farm übrigens keine Regenwürmer. Das liegt daran, weil hier eben so viel Gras ist. Ja. Regenwürmer, sagt der. Doch, das sind welche. Du meinst die Artefaktwürmer? Das sind Regenwürmer. Okay. Es gibt mehr davon bei Regen als mit Regenwürmer. Echt? Ja. Ich habe nie gemerkt, dass. Da waren 3 Steine drin. Wird schon. Wenn das Artefaktwürmer würden, warum geben die mir dann Steine? Herr Fox, kannst du mir das beantworten? Dann wären es ja Steinwürmer und keine Regenwürmer, weil sie geben ja keinen Regen. Das verstehe ich jetzt auch nicht. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, wir hätten das da. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achso, scheinweise, ich muss noch gießen. Oh, warte mal. Ich überlege gerade. Nee, achso, die Sprinkler bringt er noch nicht. Meinst du nicht, dass es ein bisschen übertrieben ist, was du da anpflanzt? Das sind 90 Stück. Weißt du, wie viel ich dafür gießen muss? 90 Felder. Kannst du mir dafür einen Brunnen mit daneben setzen? Will ich so mal laufen? Ich muss vielleicht mal was essen. Oh, die Katze spackt manchmal wirklich ganz schön rum. Ich kann das hier auch gießen übrigens heute, das ist kein Problem. Ja, ich hab aber die Kupfergießkanne, das passt schon. Leg's hier einfach in die Dings, da kannst du in die Mine gehen. Ich werde unseren ganzen Sap verbrauchen und uns Dünger dafür machen. Für die Dinger? Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, aber. Das wird sich nicht bewusst lohnen. Ich glaube, mein Gießkanne ist kaputt. Wieso? Ne, jetzt geht's gleich. Wenn sie daneben ist, dann hast du mit der Maus nicht direkt davor gezeigt. Nein, das meine ich nicht. Ich muss gleich nochmal was anderes mit zu essen nehmen, was verarbeitet ist. Das ist mal richtig schön kaputt. So.
Mafia, die Blitzmaschine. Ich meine, wir haben genug Sap, weißt du? Ja, Sap haben wir immer eine Menge. Ja, da können wir uns dann andere Seeds am Ende nochmal, weil die halten ja bis zum Ende des Monats. Wenn wir das jetzt fertig haben, machen wir nochmal so Kartoffeln oder so rein, weißt du? Blumenkohl-Waffelgröße halt ziemlich gut. Blumenkohl kriegen wir nicht mehr. Bis zum Ende des Monats. Was ist denn noch? Was Goldpastinaken geht das nicht auch? Pastinaken brauchen nur 4 Tage, ja. Dann lass uns Goldpastinaken anpflanzen. Machen wir dann danach. Bei dem Feld lohnt sich das. Als Nachsaat, ja. Aber wie lange braucht. Moment, nein. Was willst du jetzt drauf gießen? Drauf machen? Dünger. Und dann jetzt erstmal die. Die Frühlingssaat brauchen 7 Tage, glaube ich. Ja, die machen aber das Feld kaputt. Ah, teilweise, nicht komplett. Ja, aber wir könnten jetzt einfach, du könntest jetzt einfach schnell zu Pierre gehen und. Pastinaken machen. Pastinaken holen. Genau, und wie lange brauchen die? Brauchen die wirklich 7 Tage? Ich weiß nicht, wie lange die brauchen. Pastinaken brauchen einfach nur 4 Tage. 5 Tage mit Pflanzen, glaube ich. Aber dann schaffen wir es nicht. Dann schaffen wir es nicht mehr mit den anderen, ne? Dann brauchen wir 22. Na doch, könnte genau klappen. Die Frage ist auch, wie genug Pastinaken kaufen können wir das mit unserem Geld. Au, mein Knie. Ja, können wir. Sam will ne. Mittwoch Ruhetag. Nein, können wir nicht. Julia dann. Mart. Nein. Nein! Ich habe nie und werde nie bei Aber Georgia dann kaufen. Dann dünge nicht. Dann dünge ich nicht, nee. Dann pflanzt die anderen, aber dünge nicht. Aber ich mache dann auch keinen Dünger erstmal, weil wenn wir wirklich dann Quality-Dünger machen wollen, dann. Jetzt brauche ich auch nicht mehr in die Mine gehen übrigens, ne? Ja, ist nicht so schlimm. Weil ich kann. Was ich machen kann, ist, ich kann ein paar Beeren sammeln. Gucken, ob ich noch ein bisschen Zeug rumliegen sehe. Hab ich doch auch gesagt. Nicht bei Georgia. Sugi schreibt mich auch mal an, ich sage. Rein theoretisch. Das habe ich mir jetzt gedacht. Rein theoretisch kann ich einfach sagen, ich warte, bis du die Bundles fast fertig hast und kauf dann so das entsprechende Bundle bei meinem Yoga-Markt. Nein, du müsstest komplett die Georgia Membership kaufen. Ja, ist ja egal. Und ich glaube, das kann nur ich als Host machen. Ich hoffe es. Soll ich auf die gehen? Nein. Weil dann müssen wir nochmal alles neu kaufen. Dafür. Wenn du irgendwas, ja. So. Das haben wir und eine. Stellst du noch Schilder vor? Nein. Wir haben nur Kreuz. Ich gebe Geld aus für Schilder. Geld? Um sie zu bauen. Ja, das ist kein Geld. Das ist Geld. Das ist Holz. Ja, Holz ist Stein. Holz ist Geld und Geld ist nützlich. Und ich schaff das doch nicht pünktlich dahin, oder? Schaffe ich das pünktlich dahin? Vielleicht schaffe ich das pünktlich dahin. Ich will andersrum gehen. Zu meiner allerliebsten Lieblingsschreinerin. Robin? Ja. Robin hat sowieso immer zu. Ich könnte unser Geld für Güter ausgeben. Ich box dich. Ich könnte dir so schön Schleife kaufen. Guck mal, da kannst du mit einer blauen Schleife im Haar rumlaufen. Ich box dich. Das kostet nur 1000. Ich box dich. Das muss ich machen, wenn ich weiter weg sitze. Ich würde dich trotzdem boxen. Hofgebäude errichten. Aber eine blaue Schleife im Haar. Versandbehälter, ja, lass uns Versandbehälter. Du könntest eine blaue Schleife im Haar tragen. Wow. Sie ist nicht mehr da. Sie geht gerade, weil 17 Uhr ist. Ich kann trotzdem noch was bauen. Das ist ganz gut, dass sie das nicht so restriktiv gemacht haben. Hey, guck mal. Naja, das geht halt normalerweise nicht, weil. Frühlingszwiebeln. Eine Menge Frühlingszwiebeln. Natürlich kann ich das da oben jetzt nicht bauen, weil da schon wieder Gras gewachsen ist. Dann baue ich da unten. Ist schon wieder Gras wie gesagt gewachsen? Kann ich da jetzt hingehen und es freihacken? Keine Ahnung. Ich bin gerade am Arsch der Welt, deswegen das nicht. Will ich es auch nicht ausprobieren. Suki, willst du dich mit mir anlegen? Suki, du bist doch bestimmt auch für eine blaue Schleife, oder? Junge Dame, ich glaube, wir müssen ein ernstes Wörtchen miteinander haben. Guck mal, es ist doch noch genug Geld da. Und mit junge Dame meine ich ausnahmsweise mal nicht Mafi. Bringe Sam grüne Bohne, das ist Alex. Haben wir noch grüne Bohnen? Hey, was soll das bitte heißen? Egal. Ich glaube nicht, dass du das willst. Ich glaube nicht. Ich bin gefährlich. Und du guckst ständig auf deine Uhr. Und ich guck ständig auf meine Uhr. Deswegen bin ich so gefährlich. Ich habe die Uhrzeit im Blick.
Hier unten ist gerade Penny übers Mund gelaufen bei mir. Penny, Penny, Penny. Ich muss jetzt auf Alex warten, der will eine Bohne. Hab ich eigentlich schon mit allen Leuten geredet? Ich glaube nicht. Nee, Sam meine ich. Nee, ich habe mit 9 von 27 Leuten geredet. Ach ja, das gibt gleich nochmal Geld, wenn du mit den allen redest. Ich kann die Mülltonne treten. Ich hab sie gehauen. So, ich warte jetzt, bis Sam aus seinem Zimmer rauskommt. Ich hoffe, der kommt heute nochmal aus seinem Zimmer raus. Geht er heute in die Bar am Mittwoch? Vielleicht um 8? Oder so. Sam, komm aus deinem Zimmer, ich kann noch nicht rein zu dir. Ich will dir eine Bohne bringen. Ich weiß, das kratzt dich nicht, die Bohne, aber... Warum steht die hier auf dem Friedhof rum? Steht immer auf dem Friedhof rum, das ist Abigail. Abigail ist Emo. Eine Emo-Goth-Prinzessin. Of Doom, Dracula und so. Sieht die mich, wenn ich hier die Mülltonne anfasse? Hallo, ich will nach Käfern suchen, aber Mama wird böse, wenn ich mich schmutzig mache. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Und jetzt läuft er ganz schnell. Witzig. Was hast du gesagt? Es ist schon 20.20 Uhr? 20.20 Uhr? Meine Güte. Ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir. Ja, dann work, work, work. Work schneller. Hast du die Ocean Bären gesammelt? Ich glaube, ja. Ja. Ich komme halt nicht mehr zu Sam. Sam steht die ganze Zeit vor seinem Bücherregal und tut nichts. Der liest die Buchrücken, das dauert eine Weile. Er starrt einfach nur auf sein Bücherregal. Wo gehst du eigentlich hin? Ah, du sagst jetzt dem kleinen Bus fahren. Ich habe einen Führerschein, lass mich Bus fahren. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, 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 ein Hoch auf unseren Busfahrer. Liegt der Kauf von Linus eigentlich schon rum? Nein. Vor der Quest? Natürlich geht er jetzt einfach schlafen. Ach. Danke, Merkel. Ein 5 Eisenbahn, das ist zu wenig. Zoki, dein Leben muss sehr spannend sein. Hast du eigentlich die Kisten umsortiert? Nein, noch nicht. Wolltest du das heute nicht eigentlich machen? Ja. Hast du nicht gemacht? Nein. Warum hast du das nicht gemacht? Ja. Ich habe 2 Set reingelegt. Nein. Doch. Ja. Das heißt oh. Warum ist denn das jetzt schon wieder... Heute ist das irgendwie nicht so flüssig. Ich weiß nicht, ob es an dem Controller liegt oder an der Internetverbindung. Wir hätten übrigens nur über LAN das machen können, ne? Stimmt. Du bist gerade übers Internet mit mir verbunden, wo du neben mir sitzt. Das ist witzig. Level 3, ich kann jetzt Tepper bauen. Ich habe nie gesagt, dass dein Leben nicht super ist. Ich habe nur gesagt, dein Leben muss furchtbar spannend sein. Ich habe 266 Geld gemacht. Ich habe 266 Geld gemacht. Wir haben noch 6 Minuten. 5 Minuten. Können wir einen Tag raushauen. Ja, sowas ähnliches. Nicht einen ganzen, aber einen halben. Zu Weihnachten. Oder doch lieber nicht. Ich habe auch schon Sammeln. Stufe 3. Ein Glück heute. Och Gott, wenn ich das schon sehe. Ein Hoch. Auf die Ernte. Geh sie holen. Verdammt, ich hätte die einfach bis Ende des Monats jetzt stehen lassen sollen und weiter. Das war blöd. Was weiter gießen sollen. Ah, ich geh mal Schritt weit hoch. Du bist hungrig? Das tut mir leid. So geht. Ich auch. Machst du mir auch gleich was? Naja, die werden uns schon ein bisschen Geld bringen, dafür, dass wir nichts dafür bezahlt haben am Anfang. Ist das schon ganz gut. Ich bin auf der falschen Seite, ich muss Könnte aber teurer werden. Okay, das war jetzt dumm von mir, aber... Hat dich jemand lieb? Twitter hat mich lieb. Twitter hat dich lieb? Boah, Mafi! Ach du Scheibenkleister. Was denn? Ach du Scheiße, muss ich dir gleich zeigen. Wurdest du es von Leuten angezeigt? Du hast hier oben was vergessen zu gießen. Ich hatte kein Wasser mehr. Boah, was wenn? Boah, Mafi. Gott, nicht mehr das macht er richtig. Nisch kann er. So, ich mache jetzt gleich ein paar mehr Kisten. Wir müssen also bald wieder Holz holen. Ich gehe dann noch Holz holen. Ich kann auch Holz holen. Ein Hoch auf unseren Holzsack. Ich gehe unten im Wald Holz hacken.
Soll noch zu irgendeinem Zeug rumliegen. Ich überlege gerade, wo ich unsere Kisten im besten Fall hinpacke. Ja, überleg mal. Hier so. Vielleicht da ist es ganz praktisch, ja. Da so. Oben? Oben machen wir unsere ganzen Recycler und Dings hin und hier machen wir erstmal unsere Kisten, bis wir eine Shed haben. Ja. Und ich würde sagen, oben machst du die Kisten drin, die wir ganz dringend brauchen, wenn wir rausgehen. Zum Beispiel sowas wie. Ich habe ein System. Ich habe ein System. Ja, wie die Fischkiste oder die Community Center Kiste. Die kommt hier hin. Und zwar da. Direkt aus dem Ausgang. Wieso stehen hier überall. Boah, Sven! Boah, Mafi! Hast du hier die Baumstümpfe stehen lassen? Maybe. Dann wächst doch nichts nach. Maybe. Maybe, das hat mich nicht interessiert. So. Das ist eine Fischkiste. Ja, gar nicht. Also, diese hier ist für den Frühling. Das sind die Seeds. Links sind immer Seeds und rechts sind Erzeugnisse. Mafi. Bei den Farmkisten. Das ist die Sommerkiste. Stell mir eine Mafi-Kramkiste rein, wo ich alles reinschmeißen kann. Du kannst es auch sortieren. Nein. Okay. So, Können wir nicht irgendwie ein Hopper-System machen? Nein, leider nicht. Einfach nur reinschmeißen und sortiert ist das? Das ist eine alles mögliche aus Holzkiste neben der Fischkiste. Was brauchen wir denn noch? Na klar, würde ich auch da hinstellen. Na, ich weiß nicht, was soll ich sonst. Dann machen wir da die Foraging-Kiste hin. Weißes Foraging. Okay. Ich dachte immer. Neben der Fischkiste. Ich dachte eigentlich weiß die Farbe. Warte mal, was hab ich denn noch? Dann ist hier das Holzzeug, das ist diese hellgraue Kiste. Und so Gebäudeteile und sowas. Das kommt auf der Seite. Gebäudeteile? Nein, also, nicht Gebäudeteile, so yes, Maschinen und sowas meine ich. Und hier kommen unsere ganzen Monster-Drops und unsere Edelsteine hin. Weil die kommen nicht zu dem Brennzeug. Das da oben ist reines Brennzeug. Da muss ich noch aufpassen, was ich wo reinschmeiße. Ja. Das kommt dahin, das bleibt hier, das kommt dahin, das kommt dahin, das. Und das kann hier bleiben. Genau. So, Geoden können wir immer zur Mitnehmkiste packen. So, hinten sind die Monster-Drops, weil die braucht man nicht so oft. Und da kommt auch die Schleuder hin, weil die braucht man nie. So viele Monster-Drops gibt es gar nicht. Und die Kirschbomben kommen auch da rein. Und hier kommen die Sachen rein. In die Fishing-Kiste kommt die Grüneige, aber das Müllzeug nicht. Georgia-Cola kommt da nicht rein, die Lachsbeere nicht. Köder darf da drin bleiben, okay. Die Lachsbeere kommt in die weiße Kiste. Wir haben ja auf der Map keinen Fluss auf der Map, auf der Karte, ne? Also zumindest nicht bei uns. Der Farm. Nee. Das heißt, ich muss die Fishing Pots noch woanders hinstellen. Wahrscheinlich unten an See werde ich sie stellen. Ja. So, Seeds. Das ist eine seltene Saat. Die ist für den Herbst, die können wir da jetzt noch nicht brauchen. Das ist eine Sommersaat. So. Die bräuchten eine Extrakiste, das Zeug. Müll, die Holzkiste mit reinschmeißen. Das da rein, das da rein, das da rein. Stimmt, das kann ich in die Holzkiste mit rein. Das kommt in die. Also Rohstoffkiste ist das. Die Holzkiste ist eine Rohstoffkiste, genau. So, okay. Da ist noch Lehm drin. Und Steine und so, genau. Das ist hier vorne, das ist die Rohstoffkiste. Nee. Das ist die Rohstoffkiste. Zeit ist abgelaufen, okay. Das heißt, dann würde ich das tatsächlich auch mal gleich so machen. So. Oh, das sieht gut aus. Ja. Da brät sich gerade der Bauch, nachdem meine Salmon Berry gegessen hat. 25 Energie, immerhin. Damit wir nochmal so ungefähr unsere Folgen pünktlich beenden können, würde ich sagen, war's das für heute. Schaut wie immer auch auf Twitter, auf Twitch, auf allen möglichen Sachen. Schreibt Kommentare, liked, abonniert,
erstellt 10 Fake-Accounts, macht dasselbe nochmal. Umarmt eure Oma. Umarmt eure Oma, ruft eure Oma mal wieder an. Ja. Sagt mal, wann habt ihr das letzte Mal eure Oma angerufen? Und dann würde ich sagen, bis morgen und tschüss. Ciao.